Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, also ganz klar, ein großer Unterschied zwischen die zweite Hälfte. Erste Halbzeit, wir sind nicht in Spiele gekommen, dass wir, wie wir machen mussten. Das war ziemlich zu wenig. Kampferisch zu wenig, läuferisch zu wenig, Ballsicherheit zu wenig, das war alles zu wenig. Und ja, mit 2-0 Rückstand, das ist immer schwerer. Aber wir haben in zweiter Halbzeit gezeigt, dass wir können besser machen. Aber wir müssen einfach die 90 Minuten besser spielen, nicht eine Halbzeit oder 90 Minuten wie letzte Woche. Und das ist immer die letzte Tick, dass wir uns fehlt. Das ist ja sehr bitter, aber ich denke, dass heute wir haben nicht besser verdient. Also das war einfach zu wenig in der ersten Halbzeit gegen eine gute Mannschaft. So. Und trotzdem gegen diese gute Mannschaft haben wir in zweiter Halbzeit gut gemacht. Und wir müssen so darüber arbeiten. Ne? Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen, aber wir machen das nicht bis dann. Ja, keine Ahnung. Wir haben es einfach nicht von Anfang an auf den Platz gebracht. Wir waren nicht da irgendwie. Ja, und dann machen die natürlich ein überragendes Tor, aber das passiert ja schon die ganze Saison bei uns so, dass wir die Dinge im Winkel kriegen. Ja, aber dann laufen wir wieder einen Rückstand hinterher und ist natürlich bitter auswärts. Und zweite Halbzeit haben wir Moral gezeigt, wir haben den Anschlusstreffer gemacht, wir haben alles versucht. Es muss weitergehen. Der Druck wird immer größer, aber trotzdem, wir müssen jetzt als Männer spielen, nicht Angst haben oder ich weiß nicht, welche Scheiße. Wir müssen ein Ei haben, das ist im Abstiegskampf ist immer so. Jeder muss seine 100% geben und nicht mehr. Wenn wir nicht so arbeiten, können wir nicht mehr erwarten.